Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Schwester Eva, die Pflegeexpertin. Und heute schauen wir uns mal ein Video an, was von euch Zuschauern gewünscht wurde. Und zwar handelt es sich hierbei um das 5-Stufen-Modell von Gordon von 1994. Aber was ist jetzt das Pflegeplanungsmodell nach Gordon und was sagt es genau aus? Und spannender wird es noch, wie man es dann in seiner täglichen Pflegepraxis umsetzen möchte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und abonniert noch schnell den Kanal, damit ihr rund um die Pflegeplanung und die Ausbildung nichts mehr verpasst. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wie bzw. was soll ich in meiner täglichen Arbeit als Pflegefachkraft mit dem 5-Stufen-Modell von Gordon bitte machen? Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Bevor wir uns mit den verschiedenen Möglichkeiten des Pflegeprozesses auseinandersetzen können, müssen wir uns nochmal ganz kurz die theoretischen Grundlagen reinziehen. Den Gedanken, Pflege planend zu gestalten, hatten amerikanische Krankenschwestern wie zum Beispiel Virginia Henderson bereits in den 1950er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dahinter stand die Idee, dass die Pflege ihr professionelles Handlungsziel erreicht, indem sie einen Prozess initiiert, in dessen Verlauf dann sie sicherstellen muss, dass den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen Rechnung getragen wird. Entsprechende Interventionen gibt es deshalb schon so lange und deshalb gilt es auch, mit dem Pflegebedürftigen selbst auszuhandeln, auf der professionellen Wissensgrundlage dann gemeinsam zu überprüfen und diese mit dem Pflegebedürftigen auch zu verändern und anzupassen. Eine intensivere Diskussion über den Pflegeprozess als strukturierter Problemlösungsprozess einerseits und als Interaktionsgeschehen andererseits wird in Deutschland erst seit der Entwicklung der Pflegewissenschaften geführt. Der Pflegeprozess selbst ist eine Arbeitsmethode und geht davon aus, dass Pflege ein dynamischer Problemlösungs- und Beziehungsprozess ist. Er besteht aus logisch aufeinander aufbauenden Phasen bzw. Schritten, die sich aber immer wieder wechselseitig beeinflussen. Seinen Ursprung hat der Pflegeprozess in der Systemtheorie, der Kybernetik und der Entscheidungstheorie. In Deutschland gilt der Pflegeprozess als anerkannte fachliche Methode zur systematischen Beschreibung der professionellen Pflege. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen Schritte des Pflegeprozesses, zum Beispiel die Festlegung der Pflegeziele, wird immer patientenbezogen anhand der pflegeinhaltlichen Orientierung gestaltet. Na, das war jetzt sehr theoretisch. Jetzt schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen praktischer gestalten können. Also, die Schritte des Pflegeprozesses orientieren sich an den Problemen, Fähigkeiten und Ressourcen der Pflegebedürftigen und haben folgende Dinge zum Ziel: Sicherheit für die Pflegebedürftigen im Pflegeverlauf herzustellen, den Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen in die Pflege mit einzubeziehen, die personelle und fachliche Kontinuität in der Durchführung der pflegerischen Leistungen zu gewährleisten, also die Qualität der Pflege und der Pflegeleistungen und auch Betreuungsleistungen zu sichern. Jederzeit die objektive Beurteilung der Pflegeleistungen zu ermöglichen. Den innerbetrieblichen und interdisziplinären Informationsfluss für alle Prozessbeteiligten zu gewährleisten. Leistungen dadurch transparent und nachvollziehbar darzustellen. Und ganz wichtig natürlich auch den juristischen Nachweis der Pflegequalität im Sinne einer Beweissicherung zu führen. Das heißt, die Pflegefachkraft erkennt also im Pflegeprozess individuelle Ressourcen und Pflegeprobleme
des Bewohners oder des Patienten. Sie entscheidet, also die Pflegekraft, welche Ziele oder Ergebnisse verfolgt werden und welches pflegerische Handeln, also welche Pflegemaßnahmen, dann zum Erreichen dieser Ziele notwendig sind. Die Verschriftlichung, also das Dokumentieren des Pflegeprozesses, ist natürlich ein ständiger und immer auf den Patienten oder Bewohner ausgerichteter individueller Prozess, also ein Verlauf. Der Pflegeprozess beginnt stets mit der Datensammlung und Beurteilung. Eine einheitliche Fachsprache ist natürlich notwendig, um einerseits die Pflege ohne Kommunikationsverluste professionell zu gestalten und andererseits, um eine Berufsverantwortung zu übernehmen. Der Pflegeprozess ist somit ein roter Faden, an dem sich die Pflegefachkräfte orientieren können, um ihre fachliche und praktische Expertise zielorientiert einzusetzen. Es gibt mehrere Theorien und Modelle für den Pflegeprozess. Vielleicht kennen Sie einige davon. Es gibt einmal das Vier-Stufen-Modell von Jura und Walsh aus dem Jahre 1967, eben dieses Fünf-Stufen-Modell von Gordon von 1994 und das meistbekannte, glaube ich, ist das Sechs-Stufen-Modell von Fichter und Meyer aus dem Jahr 1981. Jetzt schauen wir uns das Stufenmodell nach Gordon in die Tiefe einmal an. Es enthält 5 Stufen. Diese 5 Stufen sind: erstens Assessment, zweitens Pflegediagnose, drittens Planung der Pflegemaßnahmen, viertens Intervention und fünftens die Evaluation. Gordon selber teilt den Pflegeprozess nochmal in 2 Möglichkeiten der Problemlösung ein. Erstens, also das Pflegeassessment bzw. die Einschätzung, wäre einmal die Informationssammlung in Verbindung mit der SIS. Die Pflegediagnosen wären hier die Pflegeprobleme. Die Pflegeplanung, die Maßnahmenplanung. Viertens ist dann die Pflegeimplementation bzw. die Umsetzung, hier insbesondere die Tagesstruktur. Und fünftens die Pflegeevaluation bzw. Bewertung, also Überprüfung und Wirkung der durchgeführten Maßnahmen, die immer gerne vergessen wird. Wie genau das jetzt in der Praxis aussieht und wie man das umsetzt in seinen alltäglichen Pflegealltag, das habe ich hier euch im verlinkten Video, die SIS und der Pflegeprozess, erklärt. Schaut euch gerne das hier oben verlinkte Video dazu an. Ich finde, dass sich diese Modelle nicht wirklich unterscheiden. Oder ob man jetzt 4 Stufen, 5 Stufen oder 6 Stufen hat, der Prozess bleibt im Kern immer das gleiche. Oder wie seht ihr das? Nach welchen Modellen arbeitet ihr? Beziehungsweise arbeitet ihr überhaupt nach Modellen? Und gibt es da wirklich so einen großen Unterschied in der Praxis? Ich bin gespannt auf eure Antworten. So, das war jetzt ganz schön viel Theorie heute und in diesem Video. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Und auch wenn ihr irgendetwas nicht versteht oder noch nicht ganz verstanden habt oder Wünsche habt, über was ich Videos machen soll, dann schreibt mir das auch bitte unten in die Kommentare rein. Also, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Schwester Eva.